Sauber gewürzt mit Alfons Schubeck wird Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Keiner liefert und montiert mehr Küchen in Deutschland. Auch beim Salbei wäre es ja schön, wenn Sprichwörter Recht behielten. Denn die alten Araber stellten die rhetorische Frage: Warum sollte ein Mensch sterben, wenn Salbei in seinem Garten sprießt? Ja, so war das halt, gell? Und im Mittelalter klang es bei uns ganz ähnlich. Wer Salbei baut, den Tod kaum schaut. Aber sagen wir doch einmal ganz bescheiden. Wenn wir uns heute eine gute, appetitliche Küche gar nicht mehr ohne Kräuter vorstellen können und dabei darauf vertrauen dürfen, dass Kräuter nicht nur einen Aromageschmack der Natur sind, sondern auch unserer Gesundheit dienen und den Küchenkräutern, die gleichermaßen Heilkräuter sind oder umgekehrt, ist der Salbei schon in allen Kulturvölkern der Antike bestens bekannt gewesen. Also zum Beispiel die Ägypter, die Griechen und die Römer schätzten in ihren medizinischen und kulinarischen Rezepten. Und als Kaiser Karl der Große 812 die Landesvergüterordnung schrieb, war natürlich der Salbei dabei, ist doch klar, gell? Da er auch noch in dem Ruf stand, das Gedächtnis zu stärken, die Weisheit zu vermitteln, das könnte für mich auch nicht schlecht sein, begründete Salbeitee im 16. Jahrhundert die Tradition des Teetrinkens in England. Für diejenigen, die es gerne ein wenig stärker hätten, wurde ein Salbei-Bier gebraut. Auch nicht schlecht, ne? Von dem europäischen Salbei-Tee waren ein Jahrhundert später die Chinesen so begeistert, dass holländische Kaufleute dafür die 3- bis 4-fache Menge an chinesischem Tee eintauschen konnten. Heutzutage ist Salbei in den Küchen vieler Länder beliebt. Wir nehmen ihn gern zum Würzen fetter Speisen wie Wurst, Schweinefleisch oder Aal. Im Nahen Osten wie auf dem Balkan lässt er gebratenen Hammel oder Lamm angenehm duften. Die Briten und die Flamen aromatisieren damit gerne Geflügelfarsen und Soßen. In Italien ist er das Standardgewürz der Küche, ist klar. Und auch wir können uns dort im Urlaub oder hier bei unseren Lieblingsitaliener keine Kalbsleber, Saltimbocca, an Reis, Risotto, Minestrone oder Ossobuco, Piccata ohne Salbei vorstellen. Und überall kommt zur geschmacklichen Freude, dass er die Verdauung, die Leber und die Galle fördert, dass er gegen erhöhte Blutfettwerte, krankhaftes Schwitzen und Magenkrämpfe hilft. Und dass er auch noch antibakteriell, entzündungshemmend und hilfreich bei der schnellen Aufnahme von Medikamenten im Gehirngewebe wirkt. Also kein Wunder, dass es der Salbei auch in der Zeit gehypten Superfoods schaffte. Denn in Kalifornien und in Mexiko sind die Früchte des Salbeis, die meist als Samen bezeichnet werden, als Chai ganz groß in Mode. So leicht geht's, gell? Ein paar tausend Jahre und schon ist er heute wieder voll dabei. Und was machen wir mit dem Salbei? Also, ein Klassiker sind Spinatknödel in Salbei-Butter. Dann kann man natürlich machen Saltimbocca mit Salbei-Spieß. Salbei drauf, ein bisschen anbraten, nicht so fest, dass er zu dunkel wird, schmeckt wunderbar. Oder natürlich die Kalbsleber mit leicht angeschmortem Salbei, eine Sensation. Ich kann nur sagen, guten Appetit, probieren Sie es aus. Bis zum nächsten Mal. Sauber gewürzt mit Alfons Schubeck wurde Ihnen präsentiert von Möbel Höffner. Keiner liefert und montiert mehr Küchen in Deutschland.